Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3, kommentiert von eurem Kant Muku. Wir sind hier wieder auf der Botschaftsebene. Ich habe mal kurz den Fahrstuhl übersprungen, damit ihr den nicht mehr sehen müsst. Denn wir wollen ja hier eigentlich nur kurz ins Spectre Terminal gehen. Oh, gibt hier Patrouillen, schön. Ja, denn wir haben noch ein paar kleine Dinge hier auf der Citadel zu erledigen, bevor wir uns wieder in die Action stürmen können. Was eine Menge sein wird. Wir haben, ja, Aufträge des Todes. Ach du Schande. Schön, okay. Mit Spectre-Zugangscode können Standard-Sicherheitsprotokolle umgangen und diplomatische Nachrichten oberster Stufe nachverfolgt werden. Die Position von Konsolen, auf denen verdächtige Codes eingesetzt werden, wird auf das Universalwerkzeug des Spectre hochgeladen und zum leichteren Auffinden markiert. Jo, haus da rein. Batterianischen Patienten namens Gorik befinden sich in provisorischen Kliniken im Flüchtlingslager. Okay. Okay, das haben wir bereits mitbekommen. Die Überwachungsfreigabe. Hat mehrere Überwachungsfreigabungsgenehmigungen angefordert, um Beweise gegen Cerberus-Informanten auf der Citadel zu finden. Officers haben öffentliche Überwachungsfeed angezapft, haben aber keinen legalen Zugriff auf private Aufnahmen. Ein Spectre-Befehl würde es die Sicherheit ermöglichen, Überwachungsfeeds von Geschäften anzuzapfen, ohne die Zivilbehörden informieren zu müssen. Okay, haut rein. Finanzberichte von First Irune. Okay, könnt ihr auch durchlesen, wenn ihr wollt. Zivile Miliz, ah ja, die wollen wir genehmigen. Und medizinische Vorräte. Ah, natürlich wollen wir die übergeben. Das bringt ja nichts, wenn die unter Verschluss bleiben. Sehr gut. Sollte jetzt einiges hier passiert sein. Ausrüstung. Nichts Neues. Vielleicht eine Missionsaktualisierung. Mal schauen. Eine Menge Zitadelle Verteidigungsstreitmacht. Punkte haben wir hier bekommen, aber sonst nicht wirklich viel. Wir könnten noch ganz kurz ins Purgatory düsen, denn dort scheint ja noch, glaube ich, Joker rumzuhängen, glaube ich. Mal schauen. Oh, im Huerta-Krankenhaus gibt es eine Konsole zu aktivieren. Müssen wir wohl doch nochmal sehen. Okay, genau. Die sind dort. Okay, dann sollten wir noch an diese beiden Orte gehen. Ins Krankenhaus und zur Purgatory. Und dann geht es wieder runter von der Citadel. Wir haben ja jetzt dann doch einige Zeit hier verbraucht. Auch im Kampf natürlich. Krankenhaus. Wir haben ja auch einiges erledigt hier drauf und scheinbar uns einen neuen Feind gemacht von Cerberus, der Attentäter mit der Klinge, was für eine Klinge auch immer das sein soll. Aber ein übles Viech, den wir wohl dann zukünftig noch erledigen wollen. Ich glaube kaum, dass Shepard das auf sich sitzen lassen will. War ja nur ein, minimaler Sieg in diesem Sinne. Entkommen ist er, ja. Aber wir haben die Citadel zurückerobert, Udine ausgeschaltet und ja. Eine Menge Cerberus-Leute. Ist nur die Frage, wo ist hier die Konsole? Im Laborbereich, okay. Dann geht's dort hinten hin. Hier rennen die Leute auch schon durch die Gegend. Okay. Rechts von hier scheinbar. Was haben wir denn hier? Knowles, hier ist Shepard. Ich habe eine der Code-Positionen gefunden. Okay, ich schalte jetzt ab. Ich muss nur Ihren Spectre-Status autorisieren. Jemand hat auf diesem Weg einem Dutzend Lebenserhaltungssystemen im Krankenhaus die Energieversorgung abgedreht. Okay, dieser Zugangscode ist offiziell deaktiviert. Können Sie noch weitere finden? Ja, kann man versuchen. Wir werden unseren lieben Freund die Karte dafür brauchen. In der Normandy-Dockbucht. Okay, dort müssen wir sowieso am Schluss hin. Das heißt, wir werden zuerst mal hier das Purgatory besuchen. Ehe wir diese Mission dort weiterführen. Das ist ein bisschen eine Jagd hier durch die Citadel durch. Aber zwischendurch möchte ich dann doch noch mit den Leuten hier reden, damit wir etwas Sinnvolles machen. So, Purgatory.
Mal schauen, wie es denn in der Purgatory jetzt aussieht nach dem Angriff. Wird wahrscheinlich noch einiges mehr los sein, weil sich die Leute ja jetzt ablenken wollen von der ganzen Scheiße hier. Da die Zitadelle ja direkt angegriffen wurde und das dann schon ein wenig heftiger ist, wenn man auf der Zitadelle lebt, als wenn man erfährt, dass halt irgendwo am anderen Ende der Galaxis ein paar Planeten draufgehen. Ist ja nicht so schlimm. Naja, mehr oder weniger. Das betrifft die Leute hier einfach mehr, wenn man dann Ankunft in der Bezirksebene Purgatory. so, ja, sowas erlebt. Grimmig. Sie verstehen mich. Der Kodex der Ahnen enthält die gesammelte Weisheit unseres Volkes. Tief traurig. Der ging verloren, Jo, als die ich Kutter hole dir, das wird so wunderschön. Ach ja, die Elkor hier, die sind einfach Wie geht's legendär. dem Kopf? Gut. Die Gehirnerschütterung ist kaum noch zu spüren. Freut mich, Oh. als ich von deiner Verletzung hörte. Es war dämlich. Ich hätte mich nur ducken müssen, als die Wand runterkam. Aber etwas Gutes hat die Sache doch gebracht. Ich habe eine neue Ausrüstung. Sie haben mir eine Vortex-Panzerung geschickt. Da muss sich jemand im Nachschubdepot ordentlich vertan haben. Oh, ich habe gehört, die soll ziemlich gut sein. Sie ist fantastisch. Nur in einem Panzer ist man sicherer. Deshalb kostet eine Vortex-Ausstattung auch mehr, als ich in einem Jahr verdiene. Oh, kleiner Preis auf jeden Fall. Ach du Schande. Ich weiß nicht, ob wir sogar mal eine Vortex-Panzerung anhatten. Keine Ahnung. Oder inwieweit die vergleichbar mit der N7-Rüstung ist. Oder den Rüstungen, die wir halt im ersten Teil getragen haben. Müsste ich echt mal nachschauen. Würde mich interessieren, wenn ich das nicht vergesse. Jo, hier gibt es einiges mehr an Leuten. Zumindest habe ich das Gefühl, dass es so ist. Mucke geht immer noch voll ab. Schön. Wollen wir doch mal hier rüber, Nein, das okay? Problem ist, dass unser Volk sehr schlecht darin ist, Krieg zu führen. Die Bibliothek von Ascha hatte heilige Texte über die Jäger. Das definitive Ah, gut. Hat hier eigentlich Arya noch was zu sagen? Wer kommt denn da? Blue Suns, Bloodpack und Eclipse stehen unter meiner Kontrolle und werden kämpfen, wenn sie bereit sind. Und? Haben Sie etwas auf dem Herzen? Wir reden später. Ganz sicher. Okay, wenn man das Omega-DLC hat, kann man das hier starten. Übrigens, für alle, die es wissen wollen. Vielleicht werde ich mir das auch noch irgendwann holen, aber ich denke mal nicht fürs Let's Play. So, die geht hier immer noch voll ab. Schön. Oh, wir können hier auch was trinken. Hallo, Shepard? Natürlich alles nur Milch hier. Oh, Cortez, was suchst du hier? Sie haben es geschafft. Trinken Sie was mit mir. Sie sehen zufrieden aus. Wir hatten recht. Gestern ist vorbei und morgen könnten wir alle tot sein. Das heute zählt. Ich werde es nicht vergeuden. Ich hätte nicht gedacht, dass Ihnen dieser Club gefällt. Man muss nicht erregt sein, um schöne Bewegungen zu genießen. Ich spüre hier Energie. Pures Leben. Und einige Anblicke in der Menge sind auch nicht zu verachten. Ja, schöne Antwort hier. Lassen wir lieber. Mir reicht der Anblick auf der Bühne. Gut. Ich kann auf Konkurrenz verzichten. Hier. Auf Sie, Steve. Und auf Sie, Shepard. Ein guter Freund, als ich ihn brauchte. Danke. Für alles. Sehr schön. Läuft hier oben und ich habe noch Edi entdeckt. Mit der wollen wir auch gleich reden. Wir können hier nochmals kurz tanzen gehen, weil wir es können. Ja. Shepherds Tanzkünste sind einfach sowas von legendär. Hier können wir den guten Damen noch etwas zuschauen. Aber ich denke mal, wir wollen lieber mal kurz mit Jedi reden. Mit Jedi reden. Ja klar, wir wollen mit den Jedi reden, denn wir sind hier nicht in Mass Effect, sondern in Star Wars. Moment mal. Nein, doch nicht. Mich würde interessieren, woraus Ihr Gesicht besteht.
Die Oberfläche ist ein flexibles, biomimetisches Nanomaterial auf einem Metallschädel. Die Haut verwendet Dilatanztechnologie, um die zentrale Prozessoreinheit im Kopf zu schützen. Wenn sie geschlagen oder beschossen wird, verhärtet sie sich und absorbiert den Aufprall. Sie kann sich auch begrenzt selbst heilen. Und was ist mit den Haaren? Sind ähnlich aufgebaut. Zur Verteidigung werden sie zu einer Art festem Helm. Aber zur Infiltration kann man sie teilen, damit sie wie normale Haare aussehen. Aber wenn sie Wasser ausgesetzt waren, geht frisurentechnisch erstmal gar nichts. Okay. Wenn ich keine Fragen beantworten muss, wäre ich gern allein. Okay. Edi scheint wohl neue Daten zu generieren, empfangen, was auch immer. Oh, Jack ist hier. Nice. Spendieren Sie mir einen Drink, Soldat? Ich bin überrascht, dass Sie lesen. Dienstplan für die Studenten. Mache ich jetzt zum Spaß. Wir sind in mehreren Allianzeinheiten tätig. Verstärken Barrieren, modifizieren Munition, solche Sachen. Und wie halten Sie sich? Bestens. Und Sie müssen keine Dienstpläne lesen, wenn Sie Landgang haben. Also, ich finde, das Leben beim Militär bekommt Ihnen gut. Sie wollen mich doch nur aus einer Allianzuniform schälen. Na, Ferkel. Ach was, jede Menge Kämpfe, Kost und Logis frei und verlässliche Kameraden. Ja, Ihre kleine Selbstmordtruppe hat mir einiges über Teamwork beigebracht. Übrigens, danke dafür. Meine Jungs sind gut. Sie unterstützen, kämpfen ein bisschen, aber nicht direkt an der Front. Sie haben schon viele Leben gerettet. Das ärgert mich ja so. Wir leisten gute Arbeit. Falls nicht, könnte ich alles hinschmeißen und mit Ihnen kommen. Aber so wie es ist, brauchen Sie mich. Daher, wenn es das war, ist es okay. Oh Mann, diese elenden Studenten. So schnell werden Sie mich nicht los. Ihre Fehler sind echt die besten. Okay, Shepard, keine Bedingung. Aber wenn wir das hier überleben... Dann los. Was? Die Dienstpläne können warten. Sie haben jetzt Landgang. Jeder weiß, dass Sie nicht tanzen können. Eine schöne Anspielung auf Shepards Tanzkünste, aber habt ihr mal gesehen, was Jack da getrieben hat? What the fuck? Also, ja, die passen wunderbar zusammen von der Tanzkunst hier. Ach, Schande. Schön, leider ist sie wieder weg, aber hat sich gelohnt auf jeden Fall. So, wen haben wir denn hier? Allianz-Leute, okay. Joker sollte noch irgendwo hier sein. Hier an der Bar. Ja, Tatsache. Schauen, wer ist hier? Der Officer. Ah, gut, okay, das war das. Aber reden wir doch zuerst mal mit Joker hier. Sehen Sie sich das an. Ein Cerberus-Angriff auf die Citadel und die Leute hier denken nur noch an den Krieg. Was ist denn daran anders als sonst? Na, die Verzweiflung. Das ist kein fröhliches Tanzen, sondern dient der Problemverdrängung. Schauen Sie auf die Arme. Wer so mit den Armen fuchtelt, der scheißt doch drauf, wie blöd er auf der Tanzfläche aussieht. Überraschend gut beobachtet. Ich habe schon vielen beim Tanzen zugeschaut, wo wir gerade davon reden. Tanzen? Vom Zuschauen. Was halten Sie eigentlich von mir und Edi? Warum nicht? Weil ich mir schon beim harmlosesten Streicheln etwas brechen könnte? Das ist ein Risiko, genau wie die Reaper. Mit dem Vorboten will ich nicht ausgehen. Sie wissen, was ich meine. Wenn wir morgen alle tot wären, was würden Sie bereuen? Nichts gebrochen zu haben. Weder Hüfte noch Herz. Das ist doch bescheuert. Das wäre jetzt sowas von mies.
Nee. Wenn Sie jetzt auf der Tanzfläche sein könnten, würden Sie mit den Armen wedeln? Ja. Sie sorgen sich um mehr, als auf der Tanzfläche blöd auszusehen. Ja, vermutlich. Entschuldigen Sie mich. So. Wollen wir doch gleich mal zuschauen gehen? Ihr alter Stalker Shepherd hier. Aber es interessiert mich jetzt echt, was hier abläuft. Oh. Yo, Joker. Ich glaube, die ganze Normandy Crew hier, die können, ja, so wunderbar tanzen. Ich habe noch nichts kaputt gemacht. Das ist doch ein Anfang. Ach ja, der gute Joker hier ist immer wieder schön. Aber ich denke mal, wir haben noch einiges anderes zu tun, als uns hier zu vergnügen. So, ich denke, wahrscheinlich gibt es wirklich einen Tanzkurs für die ganze Normandy Crew, weil die tanzen alle genau gleich grausam wie Shepard. Ach, schön. So, dann gehen wir zum Dock und hoffen mal, dass es die letzte Konsole ist und wir nicht noch tausendmal mit dem Lift hin und her fahren müssen, denn es ist schon ein wenig mühsam. Ich meine, wenn man kurze Ladezeiten hat, ist das kein Problem, aber hier noch auf der Konsole ist das, naja, okay. Vor allem, wenn man denkt, dass Mass Effect eigentlich ursprünglich für die Konsole gedacht war, dann erst später auf die PC-Version übernommen wurde und ein wenig angepasst natürlich, aber größtenteils blieb das Ganze ja gleich. Abgesehen natürlich von Grafik und Ladesequenzen und Zeug. Wobei ja auch die Grafik hier auf der PlayStation dann doch schon ziemlich gut war für die Zeit, als es rausgekommen ist natürlich. Ich habe die Anweisungen für Sie. So, dort drüben ist die Konsole. Knowles, ich habe einen weiteren Punkt gefunden, an dem die batterianischen Codes eingesetzt wurden. Verdammter Mist. Das sind die Codes für die ferngesteuerte Navigation. Der Absturz letzte Woche in den Docks. Wir hatten gedacht, es wäre ein Unfall. Shepard, auf dem Schiff waren 117 Allianz-Soldaten. Alles Menschen, genau wie die Patienten im Krankenhaus. Wir haben also batterianische Codes und jemanden mit einem Groll gegen Menschen. Sieht so aus. Okay. Der Code ist jetzt auch offline. Es dürfte nur noch einer übrig sein, Commander. Oh Mann. Ist doch noch ein. Na gut, okay. Weil es nur noch einer ist. Schauen wir, wo der ist. Im Wartebereich bei James in der Nähe. Okay. Dann weiß ich, welche Konsole. Na gut, dann rennen wir halt nochmals dorthin. Ist ein wenig mühsam, aber was soll's. Dann haben wir diese Nebenquest auch gleich abgeschlossen. Müssen wir das Ganze beim nächsten Mal nicht mehr machen. Ich möchte hier ungern die Quests unterbrechen, weil sonst habe ich beim nächsten Mal absolut keinen Plan mehr, worum es eigentlich ging. Von dem her, ja, interessant, jemand mit einem Groll auf Menschen. Mit batterianischen Codes. Wäre natürlich jetzt einfach zu denken, dass es Batterianer sind, weil wegen batterianischen Codes und so und die Batterianer mit den Menschen sowieso nicht wirklich gut auskommen. Aber es könnte sein, dass hier doch noch was anderes dahinter steckt. Zumindest scheint mir das Ganze doch schon ein wenig konstruiert, aber wir werden sie ja gleich sehen. Hoffe ich doch mal, dass wir irgendeinen Hinweis bekommen werden, um wen es sich dann handelt und dass wir den dann auch dingfest machen können. So, jetzt müssen wir wieder mal eine Runde rumsprinten. Shepard muss auf jeden Fall doch ziemlich fit sein. Okay, das Gespräch dort könnte man auch immer zuhören, aber es würde dann ein wenig lange dauern. Deswegen düsen wir hier gleich zur Konsole. Knowles, hier wurde der letzte Zugangscode benutzt. Was ist los, Commander? Ich verliere Ihr Signal. Shepard! Balak! Sie hätten mich auf dem Asteroiden über Terra Nova töten sollen. Darauf habe ich gewartet. Alles, was meinem Volk widerfahren ist, war Ihre Schuld. Balak, du kleiner Pisser. Ich habe Ihr Volk nicht vernichtet. Das waren die Reaper.
Wir waren stolz und schön. Haben Sie gesehen, was die Reaper uns angetan haben? Ich sitze hier fest. Unsere Kriegsschiffe kennen die Position der Reaper nur, weil ich die Funksprüche des Rats angezapft habe. Ich bin jetzt der höchste Offizier der Hegemonie. Ich kann mein Volk nicht retten, aber ich kann sie vernichten. Wir haben hier ein paar interessante Informationen. Aber ich glaube kaum, dass das hier funktionieren wird. Ich brauche mich erledigen. Wobei, ernsthaft, es würde mich interessieren, ob das funktionieren würde. Auch wenn ich wahrscheinlich eher zu dem hier tendieren würde, aber es reißt mich hier gerade mal. Sie wollten mit dem Asteroiden bei Terra Nova ihren Leuten helfen. Aber was erreichen Sie durch meinen Tod? Rache! Das Barak-System! Die wären mit der Ankunft der Reaper sowieso gestorben, das wissen Sie. Ich vereine Kroganer und Turianer. Wir sind die letzte Hoffnung der Galaxie, wenn Sie Ihr Volk lieben. Unsere Schiffe gehören Ihnen. Shepard, alles in Ordnung? Bestens. Es wird mit den Codes keine Probleme mehr geben. Ist das... Soll ich ihn verhaften? Sie sollten ihm eine Kugel in den Kopf jagen. Aber wir bringen heute alle Opfer. Er kann gehen. Spectre-Befehl. Verstanden, Commander. Und danke. Eigentlich würde ich ihm am liebsten eine Kugel in den Kopf geben, aber dafür, dass wir hier jetzt eine Batarianer-Falotte kriegen, ist schon cool. Und außerdem ist es die viel größere Genugtuung für ihn, wenn er noch lebt und er ja vor Shepard kuschen muss. Das ist doch unbedingt schöner und so. Jo. Wir können ihm dann ja nach dem Krieg eine fette Gefängnisstrafe aufbrummen, sofern er dann noch leben sollte. Dann denke ich, haben wir eigentlich das ganze Zeug hier auf der Zitadelle geschafft. Haben 1000 Millionen neue Quests außerhalb der Zitadelle. Ach du Schande. Jo, das wird zu tun geben. Haben wir ein Level Up eigentlich? Nö. Aber wir haben abnormal hohen Ruf hier. Das ist... das ist echt krass. Aber wir werden es später brauchen können auf jeden Fall. So, das war wieder mal eine Folge Let's Play Mass Effect 3, kommentiert von eurem Count Muku. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.